sagen. Heute geht es um Shuyoka. Tatsächlich habe ich mir die Thematik nicht so angeguckt, weil ich auch ein bisschen von diesem Thema genervt bin. Ich kann aber dazu sagen, erstmal danke, dass ich hier sein darf, an den Agitator. Und ja, ich kannte sie auf jeden Fall schon Jahre, bevor das ganze Drama um sie gestartet ist. Und ich habe mich auch schon mal immer so gefragt, was redet die denn da für Blödsinn? Und auch auf Twitter, was redet die da? Und auch diese Freiraumrehe. Also ich kannte die schon sehr lange, bevor diese ganze Trubel mit KuchenTV und rund um die ganze anderen Influencer da gestartet ist. Und ich dachte mir nochmal, sagt da nie mal irgendwer was, was die da für einen Blödsinn redet? Und ja, jetzt ist sie natürlich sehr drinne und ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so damit beschäftigt, weil bei mir ist es halt dann so, wenn dann doch so viele auf sie eindreschen, dann verliere ich auch so ein bisschen Interesse dran wieder tatsächlich und irgendwie war mir das Thema zu viel und na gut, dann gucke ich halt heute mal mit dem Agitator hier rein, was da so abgeht, dann bin ich vielleicht auch im Bilde, aber tatsächlich muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, geht mir auch jetzt schon wieder zu krass in eine krasse Richtung, so die ich bei anderen halt auch immer kritisiere, ne, mit diesem Cybermobbing, ich weiß nicht, also klar ist nicht zu kritisieren, aber wie gesagt, was momentan abgeht, ja, sie ist natürlich auch in gewisser Weise, ne, ich meine, was die so für Takes raushaut, bezichtigt Gross das, ne, der Belästigung und das ist gar nicht das Schlimmste als Nazi und das sind halt auch so Sachen natürlich. Ja, bei Nemesis, da beginnt okay. Das. Also sie versucht, andere Leute aus dem Diskurs auszuschließen. Sie will KuchenTV beispielsweise von Twitch bannen lassen. Also hat sie ja erfolgreich geschafft. Also sie hat es erfolgreich geschafft, jemand anderen zu canceln. Also jemand, der deutlich größer war als sie, was auch die kulturelle Hegemonie dieser Wokies zeigt. Also wir sehen auch, wie Bundestagsabgeordnete sich mit Shuyoka solidarisieren. Also zu sagen, oh, alle hauen auf die einen. Nein, nicht alle hauen auf die einen. Wir sind Institutionen, die wesentlich mächtiger sind als ein Monte oder ein KuchenTV, wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich mit Shuyoka solidarisieren. Das heißt jetzt hierzu so zu tun, als ob die ganze Welt gegen sie stehen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Und eine Shuyoka, die kommt wesentlich leichter an Sponsoren als beispielsweise ein Creator aus unserer Richtung oder gar ein rechter Creator. Also die Shuyoka, die wirklich das gute Sponsorenverträge, die kann viele Angestellte davon bezahlen, obwohl sie gar nicht so groß ist, wenn man das beispielsweise mal mit einem Monte vergleicht. Trotzdem ist sie, also das zeigt, wie gesagt, die kulturelle Hegemonie dieser Wokies. Das zeigt, wie bedeutend sie sind. Und deswegen ist es wichtig, das zu kritisieren. Einerseits, weil Shuyoka demokratiefeindlich ist, zum anderen, weil sie eine der wichtigsten Wokisten auf Twitch ist. Oder die wichtigste Wokistin, würde ich sagen. Ich habe überhaupt nichts gegen Shuyoka als Person. Ich habe etwas gegen ihre Ideologie und vor allem gegen die demokratiefeindlichen Bestandteile dieser Ideologie. Und das muss man ganz klar benennen. Also es geht mir überhaupt nicht darum, sie als Person schlecht zu reden. Mir ist ihr Charakter egal, mir ist ihr Geisteszustand egal. Mir geht es einzig und allein um die Ideologie, die sie vertritt und die sie an viele junge Menschen versucht weiterzugeben. Ja, und das kann ich auch vollkommen verstehen. Die Kritik teile ich auch. Also kann ich nur, wie gesagt, das ging ja schon lange los, bevor das dieses ganze Drama anfing. Ich habe mich halt auch immer gefragt, so, das kann halt nicht sein, was die da so, also das heißt, kann halt nicht sein, das ist halt ihre Meinung, aber ne, es geht halt schon in eine antidemokratische Richtung auf jeden Fall. Das stimmt natürlich. Das geht gar nicht. Also wie gesagt, aber das ist schon länger so da. Ist krass. Ja. Fangen wir aber mal an mit ihr, was sie hier auf ihrem Account schreibt. Sie kommentiert hier folgenden Tweet von KuchenTV. Da fragt nämlich jemand, ob er Shuyoka eigentlich ignorieren solle. Und KuchenTV sagt, er geht anwaltlich gegen Shuyokas Lügen vor. Und das ist auch völlig illegal. Verleumdung ist in Deutschland eine Straftat. Dagegen darf man natürlich anwaltlich vorgehen. Also Shuyoka darf ja weiter ihre Meinung äußern, sie darf halt nur keine Lügen über andere Leute verbreiten. Genauso dürfte KuchenTV keine Lügen über sie verbreiten, dann könnte sie sich ja auch anwaltlich werden. Also das ist ganz normaler rechtsstaatlicher Vorgang, zu dem man eigentlich nicht viel sagen konnte. Was sagt Shuyoka jetzt aber dazu? Erzählst du dem dann, dass du meine Existenz zerstören wolltest und so vor 6000 Live-Zuschauern in den Stream gerufen hast und danach noch auf YouTube hochgeladen? Okay. Kuchen macht einfach fast ein Jahr Desinformation, Framing und Hass zu meiner Person und feiert sich dafür. Kuchen, wenn ich in einem Stream seine Lügen debanke, weil er in den 8 Tagen, wo ich off war, wieder X Videos zu mir hochgeladen hat.
Wer kann nur drauftreten, wenn Menschen am Boden liegen? Es ist so ekelhaft. Und nein, sicher muss man Shoyoka, also die Frau hat Opferrolle durchgespielt, ganz klar widersprechen. Sie liegt nicht am Boden. Bundestagsabgeordnete solidarisieren sich mit ihr. Wir sehen, wie die Amadeo-Antonio-Stiftung sie verteidigt. Wir sehen, wie der Deutschlandfunk sie verteidigt. Da werden wir auch gleich noch auf einen Beitrag von Nils Schniederjahn reagieren. Ja. Sogar der Deutschlandfunk. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, 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 also sie liegt nicht am Boden. Sie hat sehr viel öffentlichen Beistand. Und ja, das liegt an dieser Woken-Ideologie, die auf jeden Fall verteidigt werden muss. Die Wokies haben aktuell kulturelle Hegemonie und das ist das Gefährliche. Ja, schauen wir mal noch, was Shoyoka noch dazu sagt. Kuchen würde für sein... Ja, das ist das Beste. Dazu muss ich nochmal den Kontext erklären. Kuchen wurde auf Twitch gebannt. Also ein mächtiger Großkonzern hat hier entschieden, der darf seine Meinung nicht mehr sagen. Also extrem demokratiefeindlich. Eigentlich müsste der deutsche Staat Twitch sowas verbieten. Wenn wir eine Regierung hätten, die ja halbwegs an dem Erhalt unserer Demokratie und des freien Diskurses interessiert wäre, haben wir natürlich nicht. Wir haben eine Regierung, die so ein Verhalten sogar noch aktiv fördert. Durch solche Zensurgesetze wie das Netzwerkdurchsuchungsgesetz. Also ja, was soll man dazu sagen? Shoyoka schreibt jetzt auf jeden Fall zu dieser ja antidemokratischen Kampagne gegen Kuchen.tv. Kuchen wurde für sein Fehlverhalten auf Twitch und Twitter gesperrt. Und seitdem geht seine Community und Mythos steil und werfen mir vor, ich wäre schuld. Auch Kuchen macht auf der nächsten Plattform genau gleich weiter wie davor. Stella, was sagst du dazu? Ja. Ja, weiß nicht. Ich bin auch nicht der größte Fan von Kuchen.tv, ehrlich gesagt. Es geht doch nicht um Kuchen.tv persönlich. Nein. Wir versuchen das hier auf der Meta-Ebene zu analysieren. Wir versuchen hier nicht auf eigene... Ja, es ist ja alles gut. Aber ich meine, ich wollte das du sollst ihn nicht persönlich bewerten. Ich wollte das trotzdem nur mal anmerken. Nee. Ja. Ich komm ja dazu. Ja, natürlich. Also Deplatforming ist generell so ein Ding, ne? Das ist Cancel Culture halt... ja, kritisiere ich halt genauso. Das ist. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, was er genau gemacht hat. Ich weiß nur, dass er da irgendwie immer einen getrunken hat, wenn sie irgendwie Blödsinn geredet. Irgendwie saß sie da. Ja, also ich das war. Ich habe, wie gesagt, alles nicht wirklich mitbekommen. Ich muss halt wirklich wissen, was da vorgefallen ist. Aber generell bin ich kein Freund von Zensur oder so. Und von der Plattform irgendwie jemanden zu kicken. Ne? Also ich kann es erklären. KuchenTV hat jedes Mal, wenn Shoyoka Unsinn geredet hat, einen getrunken. Also hat sich über sie lustig gemacht. Was ja völlig legal ist. Also das kann einem ja keiner verbieten. Wir befinden uns in der freiheitlichen Demokratie. Wenn man sich über einen anderen lustig macht, dann ja, ist das nicht verboten. Man darf halt keine Lügen über andere verbreiten. Und das hat KuchenTV, jedenfalls soweit ich das mitbekommen habe, nicht gemacht. Dann hat er noch ja ein paar Sprüche gedrückt, die nicht sein müssen, also die etwas polemisch ausgedrückt waren. Aber meine Güte, Shoyoka verbreitet so heftige Lügen über andere. Sie versucht, andere wirklich aus dem Diskurs auszuschließen. Das versucht KuchenTV nicht. Kuchen hat explizit geschrieben, dass man Shoyoka nicht melden soll, dass er nicht dafür ist, dass Shoyoka gebannt wird. Also Kuchen sagt explizit, dass er eben für die Meinungsfreiheit ist. Und deswegen ist auch klar, wer in diesem Beef hier Recht hat. Also in dem für mich relevanten Punkt Recht hat. Also mir ist egal, wer jetzt hier so ein Influencer-Beef gewinnt. Aber wenn es um die Meinungsfreiheit geht, dann verteidige ich auf jeden Fall die Meinungsfreiheit. Also dann geht es darum, dass man seine Meinung frei äußern soll darf. Also dass man nicht dafür gesperrt wird. Und KuchenTV ist eben dafür, dass man seine Meinung frei sagen darf. Shoyoka ist dafür, dass Menschen mit anderer Meinung gesperrt werden. Shoyoka ist ja also offen demokratiefeindlich unterwegs. Und das muss man auch so kritisieren. Ja. Und wie gesagt, Kuchen kritisiert sie nur sachlich. Ja, ich, das stimmt schon. Ja. Obwohl, sie hat ja da oben einen Ausschnitt gepostet, der KuchenTVs angebliche Lügen beweisen soll. Schauen wir uns mal an, was da gesagt wird. So. Shoyoka meinte eben in ihrem Stream, dass sie jeden reportet, der auf dich reagiert, auf Twitch und zum Thema macht. Sie war froh darüber, wenn Twitch was machen würde. Das will auch alle anderen canceln. Jetzt behauptet sie weiter, dass du Phoebe dazu genötigt hättest, den Namen zu sagen, ohne Belege und, oh Gott. Okay, wie gesagt, solche Influencer-Beefe sind mir relativ egal. Und natürlich, wenn eine Phoebe sagt, sie wurde dabei nicht genötigt, dann ist das zu akzeptieren. Auf jeden Fall, wenn sie sagt, sie wurde das nicht genötigt und es hat sie nicht gestresst, dann ist das zu akzeptieren. Und dann war das Wort, das ich... Ja, okay, wenn Shoyoka ihr Recht hat, dann, ja, okay, wie gesagt, solche Influencer-Beefs, dann hat sie halt in diesem kleinen Punkt recht. Wie gesagt, ihr merkt, dass mich das alles nicht so richtig interessiert. Mir ist es nur wichtig, Shoyoka hetzt gegen die Meinungsfreiheit.
KuchenTV ist für die Meinungsfreiheit und wenn Shuyuka meint, sie kann hier anwaltlich gegen vorgehen, dann soll sie KuchenTV eben anzeigen. Verleumdung ist ja schließlich verboten. Lüle Nachrede auch. Also, wie gesagt, soll sie gerichtlich gegen vorgehen. Ja, man muss ja auch dazu sagen, sie ist nun mal Aktivistin, ne? Und da ist klar, dass du irgendwann auch an den Punkt kommst, wenn Leute auf dich aufmerksam werden, dass du dafür für deine Aussagen kritisiert wirst und auch wenn du anderen etwas vorwirfst, ne, was sie zum Beispiel nicht getan haben, wie im Fall von Skurros. Das ist ja klar, ne? Dann, du musst halt dann auch dieses dicke Fell haben und musst dann halt auch mit Backlash klarkommen, ne? Aber dann aufzurufen, jemanden zu canceln, ist halt auch aus meiner Sicht der falsche Weg. Und sie hat ja nun mal auch wirklich eine Community hinter sich stehen. Und wenn sie dann wirklich halt sagt, es geht von der Psyche her nicht, dann muss ich halt eine Pause machen oder muss ich halt ein bisschen zurückziehen. Aber ist ja klar, wenn du öffentlich in der Öffentlichkeit stehst vor so vielen Zuschauern, wie gesagt, ich habe die Jahre zuvor schon entdeckt und mich gewundert, warum da nicht mal kritisiert wird irgendwie von was auch immer, von rechter Seite oder von mir aus auch, ne, von normalen Leuten, sage ich mal in Anführungszeichen, von normalen. Jetzt ist man halt auf sie aufmerksam geworden und ja, jetzt kriegt sie halt einen Shitstorm, ne, in gewisser Weise. Ob der nun in der Form berechtigt ist, gut, kann man uns drüber streiten, aber natürlich bin ich da bei dir im Punkt, wenn man sagt, Meinungsfreiheit zu beschneiden oder jemanden zu canceln, geht halt nicht so. Wie gesagt, du musst dann halt auch mit dem Backlash, sie sagt ja, sie ist Aktivistin, dann muss sie halt auch klarkommen, wenn sie auch Lügen verbreitet, aber das ist ja eh so ein Ding, jeder wirft anderen Lügen vor, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Und oftmals stimmt es ja auch und jeder hat irgendwo seine Fehler, ne? Aber jetzt gehen wir in eine moralische Ebene und sorry, was wolltest du sagen? Ja, aber sie will anderen ihre Meinung, die Meinung verbieten. Ja, genau, deswegen sage ich ja. Deswegen, ich sage ja, an dem Punkt bin ich auch bei dir. Und da bin ich natürlich, bin auch kein Freund, jemanden von der Plattform zu geben. Das, ganz klar, und also, ne? Bin ich bei dir in dem Punkt. Also. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. AKuchenTV macht ja wirklich Videos, wo er einfach einen Ausschnitt von Shuyuka zeigt, dann die Realität zeigt und zeigt, okay, sie hat gelogen. Es stimmt einfach nicht, was sie sagt. Das hat er an ziemlich vielen Stellen belegt und er hat da auch viele Videos gemacht und Shuyuka könnte darauf eher einfach reagieren. Und dann, jetzt kommt etwas, wozu sie anscheinend nicht fähig, nicht willens ist, was auch immer, dann könnte sie ja sachlich sagen, wo er falsch liegt. Also jetzt nicht sagen, der ist böse, der ist rechts, der ist was weiß ich, sondern einfach sagen, er liegt hier sachlich falsch. Das macht sie aber nicht. Sie schaut sich die Videos dann nicht an oder zumindest nicht öffentlich an und lästert dann über andere Creator und die wehren sich dann natürlich dementsprechend. Und meiner Meinung nach hat Kuchen auch bei diesem ganzen, wie gesagt, Influencer-Streitigkeiten, die jetzt nicht so relevant sind. Wie gesagt, relevant finde ich den Punkt mit der Meinungsfreiheit. Da hat er definitiv die besseren Argumente auf vor sich. Und dieser Wokismus, den Shuyuka vertritt, das ist eine Ideologie, die wir als Linke ablehnen sollten. Das ist also dieses tribalistische Politikverständnis, dieses Einteilen der Gesellschaft in verschiedene kleine Gruppen und Untergrüppchen, dieses Opfer-Olympiade. Das ist nichts, was wir unterstützen sollten. Also in KuchenTV, der sagt, alle Menschen sind gleich, hört mit diesem komischen, mit dieser Spaltung der Gesellschaft, auf die er da betreibt, hört auf, Leuten vorzuschreiben, was für Spiele sie spielen sollen, hört auf, Leute ohne Grund Nazi zu nennen, also da bin ich auch ideologisch viel näher bei KuchenTV als bei Shuyoka. So. Ja, die haben ja halt auch genauso, also die Vogue, hörst du mich? Ja. Hallo?